Und wenn wir uns vorstellen, dass 3 Tage, nachdem das Wort Schweinegrippe in der Presse plötzlich allgegenwärtig war, sind bereits die Aktien um über 10% von der Firma Roche gestiegen. Hier, es ging ja nur darum, es geht nur ums Verdienst. Es ist das Gleiche, wie wir das jetzt auch bei den Impfungen erleben. Es geht schlussendlich geht's ums große Geld. Es geht um nichts anderes. Der japanische Hersteller, der das Produkt entwickelt hat, also Tamiflu, die Substanz entwickelt hat, in Tamiflu drin steht, hat ja schon im letzten Jahr eine erstaunliche Prognose abgeben können. Ja, er hat im letzten Jahr bereits gewusst, dass im Jahr 2009, die Verkaufsrate um, 531% steigen wird. Das ist wunderbar, Herr Vogt. Wenn Sie und ich das gewusst hätten, dann wären wir vermutlich mit Aktien eingestiegen. Dann haben wir das leider nicht gewusst. Und bei uns in der Schweiz gibt es so ein Epidemieforschungszentrum. Und dort ist ein junger Herr, so ein junger Forschender, der hat 2006 die Schweizer Regierung bereits informiert über die Schweinegrippe im Jahre 2009. Ja, das sind Propheten, die wir haben, die wir viel zu wenig zu schätzen wissen eigentlich. Ja, stellen Sie sich vor. Ja. Stellen Sie sich vor. Es ist für mich ist das ganz ein abgekartetes Spiel, ganz eindeutig. Es nimmt ja oft, Sie haben es selbst im Schweizer Fernsehen erlebt, ich sag mal Dimensionen an, wo man dann schon sagt, das ist ja nicht so ganz einfach. Also wenn der Impfgegner, der Impfkritiker mit dem Holocaustleugner identifiziert und gleichgesetzt wird in einer öffentlichen TV-Sendung, dann ist ja nicht nur die Grenzen jeglichen Geschmacks überschritten, sondern es zeigt, welchen Nerv sie treffen. Also ich sage jetzt mal, trotz dieser Frechheit, positiv gesehen, welchen Nerv sie getroffen haben. Unbedingt. Wissen Sie, Herr Vogt, wenn ich meine Argumente auf den Tisch lege, und ich habe ja sehr viele auch Podiumsdiskussionen mit also Befürwortern, Professoren, die in der STIKO sitzen und so weiter. Wenn ich meine Fakten auf den Tisch lege, und das tue ich, sondern ich agiere nicht mit unter der Gürtellinie mit Argumenten. Warum? Ich habe das ja nicht nötig, ich habe meine Argumente. Wenn ich meine Argumente auf den Tisch lege, dann erwarte ich, dass der andere seine auf den Tisch legt. Und wenn er mir mit solchen Argumenten kommt, mit solchen Unterstellungen, eben von wegen Holocaustleugner und so weiter, dann muss ich davon ausgehen, dass er keine Argumente mehr hat. Ja, klar. Oder das ist für mich eindeutig. Und das ist für mich eigentlich auch ein Beweis, dass die Impfbefürworter, dass sie eigentlich schon lange nicht mehr weiter wissen und dass das der einzige Weg ist, wie sie sich noch wehren können. Und ich habe feststellen müssen, das Beispiel, das Sie gerade angesprochen haben bei uns in der Schweiz, ich habe 2-3 Tage später, ich habe über 200 Mails bekommen von Zuhörern, von Zuschauern. Ich habe die Leute gar nicht gekannt, die haben mich auch bis anhin nicht gekannt und haben mir Mails geschickt und mir gratuliert, dass ich also ruhig geblieben bin und so weiter und haben dann erkannt, dass er eben keine Argumente hatte und dass seine Stellungnahme und so weiter, dass es eben auf sehr schwachen Füßen steht. Und was mich natürlich auch gefreut hat, dass es drei Schweizer Zeitungen gegeben hat, und zwar eine von den größten, die diesem Thema eine halbe Seite gewidmet haben und dann das zutiefst verurteilt haben, also diese Anschuldigungen mir gegenüber.